Stung du schon eher ob der amerikanische Ambassade gepucht. Ja. Ich will so ein DP, jetzt ist in dem Savi mit zur Partei entwickelt. Du findest immer in die Gentisch aus. Irgendwie hätte ich nicht damit gerechnet, mit 20 Jahren Parteipräsident zu gehen, aber es war kein dumm genug für ihn zu machen. Ja. Kurt Fried. Ja. Sorry. Ja. Mit FCK. Weil die einen haben halt den Horizont, der bis zu Nuss geht, dann andere haben den ein bisschen wie weit geht. Ja. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Willkommen zurück bei der Güllefroh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Philipp Iberich und ich bin heim am Tom Bussler. Wir sind heute ganz froh, begrüßen zu dürfen den beliebtesten Oppositionspolitiker von Lützeburg an dem Erik Rolge, sein Chef, der Sven Klemmer. So. Geht da gut? Ja, es geht. Hi, um Samstagmorgen. Samstagmorgen? Ja, ja. Merkt es schon, da ihr habt es verbrannt, an die letzte. Hast du beim Bayer schon? Direkt neues Fleisch. Wir trinken mal kein Kaffee-Morgen, das ist der Konter-Bayer. Ja, was hast du dann heute gemacht, ob du arbeitest? Was war dann heute wichtiges geschieht? Weil Samstagmorgen sind ich noch nicht geschafft. Ja, das ist nicht geschafft. Weil, wenn es mir schwer ist, was ich gestern gemacht habe, da war es hauptsächlich ein Interview mit der rumänischen Ambassadrice. Wir hatten ein bisschen eine generelle Thematik, was gerade für Rumänien wichtig ist. Einer da, für was sie noch einmal nicht dürfen an den Schengen-Raum kommen. Dann natürlich Ukraine, das ist ein großes Thema für sie. Und dann hatte ich eine Kommissionssitzung, direkt am Mardau Moyes. Das hat just 5 Minuten gedauert. Das ist echt gerne einen Amendement umzuholen, in den Hundstaat zurückzuschicken. So die boring kleinen Details, die in der Schengen-Raum so muss man, hast du, die aber wichtig sind, weil. Wie möchte ich das? Ja. Und ich war bei meinem Boom essen. Alfreude geht bei Boom. Ich gehe auf Buletten mit gebutschten Grumpern. Oh, super. Und, das ist ja ein bisschen gemäß, ein bisschen Rips mit einer Creme. Der Tisch war ja gut ein bodenständiger Kasten. Tantri war ein Top, wie Alkei, also Alfreude kriegst du tatsächlich ein Top, dann habe ich es essen. Gut geht's. Boom, ja. Gutes, immer gutes. Ja, und immer mit einem Gläschen Lützeburger Wein, das heißt, dass so gut im Stand ist, wie es nicht mehr geht. Guckt Boom mal da noch? Also mein Boom hat ein Smartphone, mein Boom überrascht mich regelmäßig, wenn man da Watze, ob RTL an der App schon gesehen hat, eher nicht gesehen hat, ob sie Gülle froh schon kennt, ich weiß es nicht, mehr, das kann schon halt. Ja, ja, weil ich meine, das ist schon. So, ich wollte direkt mal sagen, merci, dass du Erik nicht rausgeholt hast, nur im Skandal. Also, das wollte ich eigentlich auch noch, ja. Den Erik hat in toute Transparenz aber ein bisschen auf Fanger geklappt. Ich meine, ich habe auch gesehen, dass er verschiedene Sachen nicht sieht und der Präferenz auch nicht denken sollte. Bon, die Gedanken sind frei, das ist immer schwer zu kontrollieren. Ja. Ich, meinen, dass Erik am Alpha des gefasst ist, die hat es für drüber gesagt, 100 Abonnenten hat er den Moment. Ja, ich wollte gerade sagen, in dem Moment, das war das zweite Episode, es war noch kein Dobausen und plus, wir hatten 100 Followers. Wir haben einfach noch drei junge Leute geschwärzt, ganz Labber. Und jetzt darfst du dir zu denken, hat Erik nicht so einen dummen Fehler gemacht? Sicher hat ich irgendwann so einen dummen Fehler gemacht. Also. Nee, du fährst das gelbe Mikro, wenn du ein virales Marketing möchtest. Ja, dementsprechend hätte sich Erik indirekt seinen Job gemacht. Ja. Und auch an dem heute Fall gehirscht. Ob mein Cash, dann hätte er erst den Job gemacht. Also, dementsprechend, ich hätte mir gewünscht, er hätte nicht gesagt. Ja. Wie findest du das dann, da den direkt so gecancelt wird am Anfang? Das direkt, also das wie überall, das ist so, der muss ja mega aufpassen, was ihr seht. Ich meine, dass er den schon nach mehr so kann, wie die Leute mal mengen. Das, die Entrüstungen kommen agin. Das ist nicht, dass sie undauernd sind. Für nur bei einem Fehler. Okay, das ist ja vom Cancel Culture gut. Wenn du einfach das nicht cancel lesen, einfach weiter muss. Ah, ich meine. Das habe ich nicht gesagt. Ich meine, dass es schon Cancel Culture gut und dadurch halt so justifiziert, dass Leute zu die Plattformen an dem sind. Ja, wo ist ein Beispiel? Wie findest du gut, dass es gecancelt wird? So, sehe ich alle Forscher, die gecancelt werden, als gut gecancelt. Sexisten, die gecancelt werden, als mal gut gecancelt. Aber nur muss man sich natürlich immer vorstellen, was hier steht. Schwätzen du vielleicht von die Plattformen, ja, voilà.
Und ich finde, ich weiß nicht, ob der XKCD kennt, das sind so Comic, so Strichmännischer, XKCD.org, und den hat einen mega cool Comic gemacht über Meinungsfreiheit. Und was hat er gesagt? Wenn ich keine Plattform gebe, für seine Dummheiten zu zählen, dann habe ich nicht seine Meinungsfreiheit verletzt. Okay. Weil du obligiert ja keinen mich, einem, mit dem ich nicht auch verstanden sind, eine Plattform zu bieten. Ja, das war. Und genau das ist es. Der Ding, das Zensur, der das von der Staat eine Meinung oder Gedanke verbietet. Du musst nicht mal viel gehen, weil das nicht um Staat für zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. Ja. Wenn ich aber als Privatperson und dazu gehören auch Privatfirmen so, dass du sind Meinungen, denen gehen ich keine Plattform. Und dann ist das mein Recht. Mhm. Ich muss ja auch nicht schiffrig in mein Haus rauslassen. Ja, das war. Wenn ich einen Brauch erzählt, dann muss ich dem nicht nur lauschen. Und ich muss für alle mit mir doch nach einer Bühne gehen, ob der einen das kann erzählen. Das stimmt. Das ist mir mit der noch nicht egal wen auf dem Podcast. Ja. Das war. Das ist hier rund Jahr am Kaffee. Ja. Ja. Ganz ehrlich, wenn der Jampi am Mac angefangen hat, um 5. Humpen komische Sachen zu erzählen, dann hat er dem Jampi gesagt: Jampi, du trinkst ein Glas Wasser und dann gehst du hin bei Fra. Ja. Das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, aber wenigstens hätte er dann den Bank gehalten. Das war auch eine Form von Cancel Culture oder Deplatforming. Ja. Man hat heute jeder reden am Anfang eine Meinung durch Social Media. Ja, und heute kann der Jampi durch Twitter also weiter und weiter aus posten. Und dann riecht potenziell mehr Leute wie mit seinem Humpen im Kaffee. Ja, früher haben die Leute mit komischen Meinungen am Kaffee relativ sehr Gegenwand gekriegt. Und heute finde ich einfach dadurch, dass das Schiffrein auf Social Media ist, finde ich immer eine Gruppe von Leuten, die der nämlich der Meinung sind. Ja. Und dann fühlt den sich unerkannt, dann geht die konfirmiert an seiner Meinung. Ja. Also 24 Jahre hat keiner von flachen Erde geschwärmt. Für ein abstrus, wirklich für ein abstrus Beispiel zu geben. Findest du meinst nicht, der wäre flach? Weil das ist ganz witzig. Flat Earth Society hat einen Tweet gemacht, wo sie gesagt hat, we have members all around the globe. Also dementsprechend, so gut sie meinen, ich lebe nicht wirklich drunter, der flach ist. Als Pirat kannst du nicht richtig und flach Erde leben, weil sonst gehst du mal am Schiff hoch. Ja. So. Beware, here be dragons. Das war früher auf der Piratenkarte. Ja. Mir ist sicher noch mit der Karte mit dem Schatz drauf. Ja. Schon sind noch nicht vom Kompass. Wie oft kriegst du am Anfang so Spieler, also Worldspieler mit Piraten, so gesucht? Weil sie pro Witze pro Minute, pro Sturm, pro Tag, pro Monat. Aber fanden sie es einfach immer witzig, oder? Ich fand es immer witzig, wenn ich ein neu Approche von vier Witze erzählen. Das, ich habe mal einen aufgeschrieben, den hast du schon nicht neu. Ich wollte dich fragen, ist dein Lieblingsfilm effektiv Fluch der Karibik? Nee. Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich fand immer, dass Johnny Depp etwas ganz Witziges sieht am Film. Dass die erste Szene sein Schiff geht, dann kommt ein Kai und dann wird er von den Briten festgeholt oder gestoppt, so machen wir so. Und da sieht dann der britische Kapitän oder was auch immer, was sein Titel da war, sieht dann, you are probably the worst pirate I've ever heard of. Ja. Und der Johnny sieht, me, du hast von mir hören. Genau. Das sind wir bei Merik, bei Marketing, aber wenn ich nicht weiß, dass es eine Frage gibt, weil ich vielleicht auch nicht so direkt gewusst hätte. Du hast den aber schon hören, dass du direkt wusstest, die Quote zu sagen. Also. Ich meine, wenn ich 10 Jahre lang Präsident von der Piratenpartei war und auch Deputiert von der Partei ist, dann kennt ihn alle Allusionen auf Fluch der Karibik. Immer in und auswendig. Philipp, erinnerst du dich, wo wir zu München zusammen studiert und gelebt haben? Ja, für was? Erinnerst du dich noch an Rosedias? Ja, mega hüllefrei ist den du so gut. Aber Heinz hat das aber gedauert, bis in der akkordiert gut. Ganz genau darüber wollte ich mit dir schwätzen. Spurcase wird nämlich die perfekte Lösung für dich. Mit ihrem Access Study Programm strecken sie dir bis zu 2500 Euro für die Zeit zu überbrücken. Ah, das cool, aber zu wenig, to? Karim 0%. Ah, das cool. Da kann ich nur mit meiner ersten Loyer und Deskriptionsfrei für die Uni bezahlen. Komm mal, Gilo, ein zurück. Wie aus das kommt, dass du die Piratenpartei durch den Mod gegründet hast, letzte Woche, gell? Ja, aber. Und du warst ja auch, wie alt warst du dort? 20 oder 22? Ma, ich muss da 20 Karten. Also, okay. Ich bin in der Nacht geboren, wir haben sie 2001 gegründet, das heißt,
mathematisch. So viel kann ich noch. Das sind zwar schon alle Fangeren und alle Zeven, weil ich nie gerechnet habe. Weil doch weiß ich schon noch alle Zeven und alle Fangeren. Komm mal 20 raus. Mhm. Ich fand so ein guter Piratenwitz. Wo ist der Krob oder wo ist dein Holzbein? Ja. 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 Okay, was geübt. Ich bin doch an der Gang. Wie ich an Lise kam, und ich möchte ich ja wirklich politisieren. Es war Zeit von der Friedensbewegung zu Lützburg. Es war Afghanistan, Irak, stumm durch und eh auf der amerikanischen Ambassade gebucht. Ja, ja. Tatsache, demnächst. Und ich bin da ganz weit links, wo sich politisiert gehen. Der Schülerkomitee war auch immens links. Die ganze Friedensbewegung war traditionell links. Und bei mir aber ein bisschen zu radikal. Und das ist mit 14, 15 Jahren, und ich fand, okay, ich will mich ein bisschen mit dem mitbewegen. Da sind du über deine Freundin bei den Sozialisten bei der SAP gelandet. Also bei den Jungsozialisten, genau. Und ich habe so observiert, ich war nicht wirklich aktive Mamba. Also ich hatte eine Mamba-Karte, aber schon mal nicht, ich meine, ein oder zwei Mal Blöcke gelöst hat. Okay. Und irgendwann 2009 waren ja Chamberwahlen und der SAP hat Sitz verloren. Und CSV hat er gewonnen. Und Jean Hasselborn, der damals Parteipräsident der Spitzkandidat war, geht auf in seine Tele und sagt, das Regierung wird konfirmiert. Und das war für mich so ein absoluter No-Go. So. Sitz verloren. Mhm. Und direkt muss ich einen Ausspruch stellen, weiter zu regieren. Mhm. Und ich gedacht, ah, das tut nicht, sei so ein Hals. Okay. Das geht nicht, das ist unehrlich. Mit 15 oder was? Das war dann mit 20 Jahren. Das mit 20? Mit 2009. Okay. Und dann habe ich mir überlegt, okay, gut, ich will auf Politik machen, ich will auf jeden Fall etwas bewegen. Und wo gehst du hin? Und ich habe mir gegoogelt, das ist 2009, Google geht schon, ne? Das ist nicht am tiefsten Mittelalter. gegoogelt, Parteien zu Lützburg. Also das war so das Niveau von meiner politischen Bildung, der wir nicht vergessen. Yeah. 20 Jahre Lützburg Schulsystem, das nicht, dass die politische Bildung wirklich lo, tief greifen dann an die Theorien hat. Ich meine nicht, dass es halt viel besser, also für mich ist es halt hoffentlich besser, aber ich ich meine schon, dass die Beschäftigung mit der Politik an der Schule zu wünschen, die verschließt. Chamber hat mittlerweile ein Programm, kleine Fußnote, mein Chamber zusammen mit dem Zentrum für politische Bildung, wo Schulklassen an Chamber kommen, an Allierwe, welche Politik funktioniert. Gut. Das ist super. Ja. Du kannst du mal schwätzen. Mhm. Wirklich cool. Und wie du gesagt hast, noch die Jungen meistens gut keinen Kontakt zur Politik gehabt für drin. Wissen vielleicht, wie die Parteien sind. Hm. Also ja. Schöne Politik-Talk, wo ein von meinen Mutter habe ich drin, mit Fotos durch die Stadt gelaufen und geguckt hat, kennt ihr den? Ja. Und mit Reaktionen könnt ihr euch selber gucken. Und ja, Partei geguckt. Bon, TDR und die Linke, die KP, die waren mir zu radikal. Die gehen da froh kommen und ich gehen rein, ich habe die Teil geguckt. CSV. Ich bin hier in die Kirche gegangen. Ich war ein von den nächsten Generationen Schüler, die komplett seit dem ersten Schuljahr an der Moral waren. Okay, ja. Ja, du meinst, gehst nicht bei, christlich. Ja, ja. Ja, egal, ja, was du noch könnt, ja, Partei. Ja. Das geht für mich nicht. Bon. DP, war damals immens wirtschaftsliberal. Also das war eine Partei, die für Big Bosse war, aber sicher nicht für Leute wie mich. Ich will so ein DP, hat sich in dem Savio mit zur Partei entwickelt. Nee, nur nicht unbedingt zum. Es war aber immens wirtschaftsliberal. Und dann, ja, man, der SAP, du hast schon dir geklagt. Und die Gering, so wichtig wie die Gering sind, für Themen noch viel zu bringen. So radikal waren sie damals, also so pragmatisch gehen sie halt viel. Also, irgendwie war da doch nicht so Wollploveren, Strecken, war nicht so Menge Wald. ja. Und dort kann ich mit dem Internet gekümmert damals. Ja. Und ich war wo Pirate Bay in der Weg, ich hatte LimeWire, Kazaa und Bond, ihr kennt das alles. Ja. Ja, das ist ein Forum von online, wo Leute über Piratenpartei diskutiert haben. Was ist das für ein Pirate Bay? Die aus Schweden hat sich ein Pirate Bay gegründet, 2006. Wahrscheinlich muss ich nicht wissen, weil ich finde das bis dato nicht gewusst. Wenn du auf Spotify eine Serie guckst, über Netflix-Serie über Spotify guckst, du geht viel über geht viel im Pirate Bay, aber wenn du im Hintergrund bei den Demo guckst, ja.
sicher Plakate von der schwedischen Piratenpartei. Ah, krass. Weil Dinge sind ich geguckt und die ist auch immer gut. Guckt alle gut auf Netflix, Serie über Spotify, die ist wirklich cool. Ganz kurz, 6 Folgen oder so. Ja. Eine coole Geschnitte. Ja. Immer so aus engem Blickwinkel. Ja, das ist eine Perspektive vom Gründer, ist eine Perspektive vom der Legal-Person, ist eine Perspektive vom Clio, ist eine Perspektive so von... Also der Legal wäre der most boring. Also ja. Ja, das, so. Ja. All Spaß verbunden, wäre eigentlich gut. Also, ja. Wirklich cool. Ja. Und, anscheinend auch relativ authentisch. Schon mal ein paar schwedische Kollegen geschwärzt, die da an der Piratenbewegung aktiv sind. Und so gesagt, wer die Serie gibt, hat relativ gut rumgeht. Okay, gut. Ja, daraus. Und du nochmal diskutierst, dann am Oktober wollten wir uns treffen, wollten wir ein paar Tuelle gehen. Bist du noch nie physisch gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann treffen wir uns. Ich hatte keine Ambition, da irgendwie Präsident zu gehen. Und ich hatte auch keine Ambition, den Lehrer in Partei zu gründen. 2 Wochen vor Druck kam eine E-Mail von Schweizer und deutschen Piraten, die schon Partei gegründet hatten. Ah ja, by the way, Gratulation für die Gründungsversammlung. Wir kommen da Lounge als Gast. What? Als nicht. Und die hatten irgendwie das am Forum surveyiert. Keine Ahnung, mit Google Translate. Ich weiß nicht, wie sie Lützburg verstanden. Krass. Und die sind da von, wenn sie, als sie sagen, wir hatten ja die Gründungsversammlung, als sie geht Lounge kommen. Resultat, wir sitzen dann zu feiert, sagen Lützburgischen Sympathisanten von der Partei. Da am Kaffee am Grund und wir haben aus der Impulsion raus den Partei gegrannt. Hey, wie witzig. Und ja, dann irgendwie hatte ich nicht damit gerechnet, mit 20 Jahren Parteipräsident zu gehen, weil es war kein dumm genug für zu machen. Und du sind schon gern. Dann sage ich mal meinem Papa, mich zum Beispiel, weil ich den Mitte gerade gemacht hat. So, Papa. 20. Ich kein Accessoirement damit in eine Partei gegründet haben. Ah ja, und übrigens, ist sie noch Präsident von der Partei. Was hätte ich das gegründet haben? Also, was bedeutet das? Es gibt kein Gesetz für Parteien. Das ist jetzt noch sehr einfach, wenn wir drei, also du hast gegeben, nichts gehen, aber gegeben, so, wir sind eine Partei, sind meine Partei. Okay, darfst du auch an 2 Parteien tätig sein? Also, als Statuten erleben nicht. Ma, komm, alle anderen. Komm, gelle Frohpartei. alle anderen Parteien verbieten nicht. Wir müssen noch über die Statuten schwätzen von der gelle Frohpartei. Ja, wir erlauben das auch. Keine mehr. Alles easy bei euch. Wir haben jetzt einfach alle Politiker, die können dann als Partei. all die Gräser, also alle Parteien kommen bei euch. Wenn man dann steht von den Piraten, bei den anderen müssen sie dann austreten. Ich weiß nicht, ob sie das machen. Ich meine doch. Sorry, geht schon bei uns kommen. Ja, dann gebe ich dir einfach Partypartei. Den Namen. Den Namen. Also der Savi ist ja aber nur wirklich... Kein Namen. Nicht den am Monster Party möchte von allen Ministern, die machen. Also wenn du nur die Schwur hast zwischen den 17 Ministern, die machen. Ich gebe auch gerne mal einen Polen, danke, Frau. Ja, aber dann... Das geht auch noch. Beim Polat, das ist auch noch lächerlich. Ja, wie geht dann nochmal, wenn cool wäre? Ah, das wollte ich noch viel sagen. Ich fand Asselborn aber auch richtig schlecht, ne? So als Mensch. Ich weiß nicht, ja, ich kann nicht mal teilen, weil du mit ihm das hast. Ja. Aber hier fand ich auch so süß. Und sagt, mit ihm muss verhandeln, dann Konditionen aus, wir haben das im Velo. Weißt du, Mont Ventoux Europa, während ihm die Verhandlungen gefeuert. Ja. Du verkriegst ja nicht mehr das, was du willst. Ja, ja, ja. Das war die ich wollte noch fragen, wo du so jung warst, am Anfang schon noch feiert sein, wie warst du vom Charakter her? Warst du immer schon so ein, den krass extrovertiert war, mega selbstbewusst, weil ich hatte mal feiert sein, mich nicht so engagiert, aber 20 auch noch nicht. Aber 26 auch noch nicht. Gelebt ja keiner, nee. Sind wir so introvertiert? Das gelebt schon nicht. Niemand. Definition zwischen introvertiert und extrovertiert ist ja, woraus erzählst du meine Energie? Ja. Ich zähle dir meine Energie daraus, dass du immer dein gutes Buch am Markt zu lernen. Und die Präferenz, dass keiner auf die Sache geht. Okay. Wir sind Informatiker, sorry. Ja, 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 also, ja, okay, das war das. Ja, okay, stimmt. Das sind aber nicht die extrovertiertesten Menschen. Das war. Schon das gelernt. Tom, fährst du Motorrad? Nein, du? Nein, ich auch nicht. Aber wenn du Motorrad fährst, dann hat AXA die perfekte Assurance für dich. Effektiv, sie machen deine maßgeschneiderte Assurance nicht nur für dein Motorrad, sondern auch für dich als Fahrer und dein Equipment. Aber wenn du noch mehr Informationen zu der Assurance willst, dann klick einfach auf den Link unter diesem Video. Ja. Schon gelehrt, dass für die Ziele zu erreichen, muss ich extrovertiert sein. Ja. Mich hat immer an meinen Eltern, wenn man da doch 4 und matt gehen,
einen Sinn für mich für das anzusetzen, was man will. Okay. Also, wir waren nie parteipolitisch daheim, aber wir waren einfach immer politisch daheim. Also das ist immer auch Oves beim Ovesessen sind aber Themen, die was diskutiert gehen, über Gerechtigkeit. Mein Papa ist heute noch an ganz vielen ONG aktiv, wo dem Entwicklungshilfe geht, wo dem Flüchtlingshilfe geht. Meine Mama ist als Lehrerin, hat eine Zeit lang am Pafendal Neudorf Schule gehalten und gleichzeitig zu Merl belehrt. Man kann sich den Kontrastdenker vorstellen, ne? dass die Schüler auf dem Polizeibüro sich gerne, weil sie Angst hatten, die Eltern anzurufen. Also ich hatte immer so den Drang, nur Gerechtigkeit. Wenn ich die Ziele will erreichen, dann muss ich irgendwann das Spiel mit spielen. Und das ist extrovertiert. Müsst ihr gerne oder ist also lo schon, was ist lo Männer introvertiert? Gehen oder ist noch immer just das gelehrt? Oder meinst du, du hast dich verändert? Ich meine, dass ich mich zum Teil verändert habe. Okay. Du kannst, also ich sehe nicht, dass ich ein größeres Schnitz habe, das werde ich auch schon mal zu viel. Schüsst, wie ich die größeres Schnitz ansetze, wird sich gerne. Das ist immer halt viel mehr bewusst, was für eine Wirkung wir da können tun und weißt es auch so ansetzt, dass die wir da die richtigen Destinatär finden. Was ist ein Tipp für uns, für das bisschen als uns eignen? Am Endeffekt muss ich das für sich selber finden. Muss ich eigentlich mal sich selber bleiben. Das hilft nicht. Also es gibt also Politiker, die gehen dann an Schulungen, an Kuren, dann kriegen so, du lernst auf jeden Fall so. Ja. Und wenn du nur denkst, da gehen den einen automatisch noch hier zu, dann legen so, ich weiß nicht, wie in Richtung. Es ist mega, mega langweilig Formationen. Und auch nur gesagt, da gibt es jemand der Merkel raus. Stehen. Ja. Boring as hell. Und dann wundere ich mich, dass Leute so in ja, Politiker sind alle gut so glatt gebüschelt, so in echt vor ist mir an erzählen, wie sie sich an das, was die Leute hören wollen. Nee, muss ich eine Meinung haben. Mhm. Aber was ich gelernt habe, dass Politik als so krass es klingt, kein Konkurs, wo es deine absolute Beliebtheit kann erreichen. Du kannst Respekt von den meisten Leuten kriegen, wenn das sich noch lange nicht der Schiff immer da verstanden hast. Muss ja auch nicht. Also, und da, gut. Das ist, meine ich, die härteste Lektion. Ist dir dann die Meinung von ist dir die Meinung von anderen Leuten wichtig? Also, wirklich wichtig? So, oder? Also, das ist immer weh, wenn ein nicht, also, nee, nicht deine Meinung als mir, wenn er ein schlechte Meinung von der Welt. Das ist natürlich schön einfach gelehrt, dass ich als Politiker nie kann für 100% von den Leuten Politik machen. Ja. Von Jeb Smith für die Ärmsten in der Gesellschaft, dann heißt das en Contrepartie, dass ich die Suche für jeden von mir holen. Dann kann ich so eine Schönze bei den Reichsten, eine Schönze hybrid abgefächert von der Mittelschicht bis bei den Reich, mit irgendeinem wird nicht zufrieden sein. Ja. Okay. Und der wird halt auch so. Und nächstes Mal schon in einer Partei wählen. Ja. Aber wenn ich einem Hülle von den Problemen holt, dann wird sicher ein der Meinung sein, dass ich dem nicht hat so helfen. Weil er die falsche Spruch schwätzt, die falsche Hautfarbe hat, die falsche Nummer hat, wie auch immer. Du findest immer ein, der identisch aus. Ja, ja, eben. Wie meinst du dann nicht, so viele Politiker, die probieren, so viel wie möglich Leute unzusprechen? Weil du kannst ja aber den Zielen so targeten, dass du die so viel wie möglich Leute aussprichst. Das hat CSV ja die letzten 100 Jahre gemacht. Als Volkspartei, all übergreifend, probieren, quasi eine absolute Majorität zu kriegen. Funktioniert nicht mehr. Ja, dann müsst ihr funktionieren. Das alles an Neich. Ja. Oder am Anfang auch Neich. Dann müsst ihr an der nämlich der Partei Leute, die so ein. Der Klimawandel ist ein Problem, wir müssen so sehr wie möglich dekarbonisieren. Ja. Und gleichzeitig schützt ihr den twittert: Oh, was ist das denn für ein geiler Summer, dass der so warm ist? Du warst als Struktur ja nicht mehr kredibel. Ja, du siehst A, A, B gleichzeitig und müsst wahrscheinlich C. Mhm. Also, nee, da sind Schläfer in einer kleinen Partei, die ein bisschen mehr Biss hat, die ein bisschen mehr, die dann auch vielleicht mehr Hate aufkriegt, wenn es Sachen, die man macht. Also, ja. Gleif, wir sind gegen Klapiers in der heutigen Form.
wenn man durch schon zwei Rekruten an jeweils Drohungen von Leuten, die manifest mal Gewehr haben, weil sie gehen auf Kirche. Weil sie dir da gehen, klappiert. Wir sind der Meinung, dass man den modernen Lehrerschutz nicht mit zu vertreten ist. Es gibt Alternativen, es gibt professionelle Usatzjüchten, es gibt professionell gefeuert Dreckjüchten. Du schätzt natürlich nur von Nuancen, ne? Nee. Aber ich weiß nicht, als Dreckjüsch besser, die Klappjüsch. Also die Klappjüsch, wie sie zu Lützburg ganz hefe stattfindet. Da muss ich wirklich aufpassen. Ja, die meinen ganz seriös. Die haben noch Leute, die nicht, die auch regelmäßig dann auf die nämlichen Jüschte gehen und die ihren Territoire kennen. Und dann ist die Jüschte, wie das den Jüschten um Auktionsprinzip verdient geht. Das heißt, dass ein Steh, wen sie kriegt. Das heißt, wenn er mich zu Gott auf den Tisch lädt, der kriegt Jüschte. Das ist also ein Hobby für Reich. Zum Teil, also die flotzte Jürgen oder die flotzten Territorien, also ein Hobby für die Reichen. Okay. Und die schauen dann Leute an, bei denen sie wir Businessfälle machen oder diese Fusosen zwischen kennen, komm du mit als Klepper auf meinen Jürgen. Mhm. Und dann laufen du die, weil es Leute, die nicht mit dem Büschsteck um Hut tun, okay. Durch Gebüsch an Klappe für die Jambären abzuschalten, dass sie Richtung dem mit der Flint laufen. Ja, das ist schon. Da, ja. Wenn das der modernste Standard von einer Jürgen soll sein. Mir so mittlerweile, dass das Schluchten an einem Schluchthaus muss dem Dere wohl gerecht gehen. Ja. Ist, mit Betäubung, klappt nicht immer. Sie sind nicht Vegetarier, sie sind nicht Veganer, ich esse gerne mein Stück Fleisch. Sie sind auch bewusst, weil das Matze springt, dass das ein Deal Dere lädt Matze springt. Aber es kann den einfach sich dafür setzen, das zu reduzieren. Und wenn wir das holen, dann kommen Leute, die ganz gerne um so einen Klapphörst um Heusch sitzen. Also in der Meinung, mir hat ja gut keine Ahnung, und müsst ihr einen keinen Kuchen ausfangen. Ja, mit der, ja, das tust du überall. Ja, das ist manchmal cool, ja. Weil wir haben Leute, die einen Flint daheim haben, einen Kuchen daheim haben, so, und du musst mal einen Kuchen aufhängen. Möchtest du dann irgendwie das durchzählen? Ich hoffe nicht. Das hoffe ich noch nicht. Nee, während der Covid-Pandemie. Weil mir und Drohungen gekruten als Politiker. Ja? Persönlich? Mir haben ja die Mischmesüren mit gedroht. Okay, ja. Mir gekruten von Impfgegner Drohungen, die haben als Pest in den Hals die haben teilweise sogar als Familie bedroht. Krass. Da sind Lüsten zirkuliert, da sind, also mir gekruten Mailen, und schon leider müsste mehr wie ein Mail auch in Polis weitergehen. Okay, weil da wirklich Drohungen drauf waren, die Grenz vom Hypothetischen überschritten hatten. Und du hast wieder gefragt, was hältst du von der Meinung von anderen? Du hast da nicht mehr egal. Du hast da irgendwann dann wirklich nicht mehr egal. Ja. Ich war noch nie bei dir daheim, so viel im Haus. Wir hatten tatsächlich eine Situation, komischerweise, dass bei meiner Mom vier unter Haus dir bin mal nicht stumm. Okay. Den mit mir unbedingt mit mir müssen schwätzen. Bei meiner Mom für unter dir. Das war, also. Ja, das ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. Also, bei mir mal irgendeine Firmen, den en plus ein bisschen. Lusch ausgesagt? Wir geschwärzt wird, bei deiner Mom für unter dir steht. Meine Mom wollte gerade mal Mund gehen und da steht da für unter dir und sagt: Ich habe wichtige Informationen für den Herr Klammer. Glücklicherweise, weil das Kind gesagt hat, ich will den Herr Clement umbringen. Ja, ja. Aber das sind die Situationen, die sind dann nicht egal. Ja. Und das ist leider haut es das auch ein Ding von der Politik. Waren sie dann die nur wichtige Informationen? Grüße sie dann nicht. Ja, vielleicht waren sie richtig. Ja, den hat vielleicht Schatzkart. Ich grüße und war kein Schatzkart. Und schön, wenn die Zustandsstelle weitergehen, aber ich meine nicht, dass so wichtig war, wie Personen von dem Wort leben. Okay. Ja. Aber du sind wir dann noch nächstes Mal bei den Ehe-Scheißen. Du sagst, wir können ja auch während der Zeit ein paar Ehe wie das Fisch dir gehört. Mhm. Also auch nicht viel anders, wie du, wo es mir jung war. Ich meine, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen und da müssen wir nicht vergleichen, was ich gemacht habe, mit eher auf ein Chambre oder auf ein Palais-Puchen, wie auf ein Privathaus. Ja. Ich meine, dass die Grenze vom politischen Debatte in dem Moment
überschraubt aus, nicht nur überschraubt, aber weit handelt sich gelöst, mhm. wo es dann Privatsphäre von den Politikern ja. geht. Mhm. Wir repräsentieren Institutionen, und wenn ein eher auf die Chamber will buchen, dann den Kohl, Krudorenka zu Halle ein E an den Kopf geworfen. Da wird die ein cooles Video von Böhmermann dazu, wo eine ganze Musical über den Eierwurf von Halle gemacht wird. Auch kann ich immer rekommendieren, geht auf YouTube. Ja. Also. mit das ist ein Unterschied, ob ich auf ein Chamber ein E buchen ja, oder eben. So. Ich kontestiere die Institution. Ich gebe das Schuld von den, dann okay, ich kann nur mal leben. Oder bei einem Ambassad. Ja. Oder ob ich mit mir machen, Privatadresse von einem zu sichern. Ja. Und du dafür und da hast du auch noch den Auto von seinem Lebenspartner, für seinen Mann, ja. zu schreiben. Ja. Also, ja. Paulette Lehner hat gerade Kerzen auf die Trab gesagt. So wie wenn du ein Begriff nicht stattfand hat. Ja, krass. Also auch schon ein Drohung. Ja. Guck, das fand ich eben krass. Und Politiker, weil tut ja all Personen, die am öffentlichen Leben stehen, müssen den Dilemma für Privatperson und öffentliche Person zu trennen. Ein Musiker, den hat den Künstler nun, den hat seine Person, aber wenn du heim hast, mit seinen Eltern, dann hast du eine andere Person. Und als Politiker hast du nicht richtig die Trennung. Und du auch mein Froh von meiner Mom, wie du schon weißt. Moin Mama. Komm ich jetzt ins Fernsehen? genau. Für mich die Politik an Privates, also vermischst du das oder ist das einfach zu trennen für dich? Das ist ein Griech, gut froh. Gut, Mama. Kurz, ich habe nicht oft gestartet. Die Stimme heute. das ist ein... Du kannst ja nicht komplett trennen. Also in der Politik aus Überzeugung, ich behaupte von mir, ich meine, aus Überzeugung, die möchte das ja nicht, weil sich etwas erwarten von mir. Das heißt, die Meinung, die ich noch ausvertrete, vertrete ich auch zu ihm. Mhm. Und wenn den komische Money um dich alle Helien aufhängt, rassistische Brach zu labern, der kriegt von mir auch Konter gehalten. Ja. Das kann für ganz animiert Familienfeier werden. Vielleicht der Grund, dass wir nicht mehr auf alle Begriffnisse invitiert gehen. auf der anderen Seite, natürlich, darfst du die Sachen nicht zu nur drum kommen lassen. Wir kriegen ja. Also, meine Lieblingsfeinde an der Chambre sind da der. Das ist ein postfaschistische Partei, muss ich nicht schön schwätzen. An probieren mit wirklich Fake News, weil es da Leute über den Tisch zu zählen. Ja. Dass die Partei, die am meisten da ist, wenn ihr hier in Präsenz guckt, teilweise unexcusiert, wisst, die haben nicht mehr seriös für was sie gewählt haben, wollen aber die Leute leben, und sie die einzige Rettung für das Land sind. Mhm. Fand ich wirklich uncool. Da kommen natürlich auch so die persönlich, wie sie ihren persönlich reden. Mhm. Da musst du dann, wie sagen sie so schön auf Deutsch, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. ja, Drüberstunden. Drüberstunden, ja. Anders ja. geht es nicht. Was tun sie dann zu dir? Was dich ein bisschen verletzt? Was kann ihnen da so sein? Wir hatten keinen Plan, wir hatten keine Ahnung. Wir wären, Junge, wir gehen für Lützburg wollen aufschärfen. Wir gehen gegen den anderen von also wir schwätzen. Also, erstens mal, ich fand immer cool, wenn andere Mengen, sie wissen, was als ja. Wählerinnen und Wähler. Mengen, Wissen, Welten. So, wenn ihn am Kehr für sich auf Ruhe gestaltet, das ist aber immer. Ja, mir am Funk kann es aber egal sein. Am Funk kann es dich aber just verlassen, wenn es noch vor ist, ne? Also ich meine, wenn es du weißt, dass es gut nicht vor dann. Da also, nicht, also du so Sachen, du weißt ja effektiv, du weißt es besser, weißt du? Du kannst ja. Ja einfach so halt. Ja, und. Mhm. Coolste. Ja, coolste auf, ne? Ja, aber gleichzeitig Schnee. Okay. Weil du sitzt da und du siehst da so. Weißt du, da denkt ja nicht mit denen, den er sieht. Die sieht halt nur, und da möchte ein Video draus. Ja. Und dann gestern auf Facebook, während der ganzen Covid, also schön wirklich Beispiel von der Covid-Pandemie, da sind jeweils da Video gemacht, gehen, wo Sachen hoch Kontext gezogen. Ja. So ein Motto,
wir stehen da literally an der Schaum, weil wir so ein, es darf kein bestraft gehen, wir schaffen sogar, wenn sie im Status. Wir waren immer gegen das Pay-to-Play-System. Und immer von der Tester müsste gratis sein. Accessible für die Bremen. Ja. Da ist auch eine andere Meinung. Es wird gut recht, das ist eine Demokratie. Das ist, und da geht ihn hin und hält die wieder und verdrängt das so am Mund, dass er nur ausgesagt wie wenn du sich keine Grundregel gesucht hast. Und das ist also, ja, das ey, nervig. Dude, ja. Come on. Das nervt mich. Ja, das ist so Internet, bla. So, Memes. Sobald ein Ding, sobald ein öffentliche Person auspasst, das ist halt das Risiko. Also am Anfang haust du das, wenn eine öffentliche Person geht, da weiß ich leider, okay, ich mache mich zur Ziel für so Sachen. Egal, ob du als Politiker oder als Musiker, pardon, das ist immer das Beispiel vom Turn-up-Tun, aber die kriegt ja auch wirklich viel privaten Hate auf, den auch nicht cool ist, muss ich sagen, und der Platz so wissen, wo du auch schwer ist, für klar hinaus eine Künstlerfigur, klar kannst du eine Person aus dem öffentlichen Leben einfach mal kritisieren, klar, die geht ja freiwillig an die Öffentlichkeit, aber für, weißt du, das ist immer schwer. Komischerweise, die Leute, die kritisieren, die hier, also, das ist ja auch pervers, die Leute, die am Herzen und meinungsfrei zuletzt beschrufen, ja, gehen auf Gericht für den Turn-up tun, ja, zu verkloren. Ja. Ja. Kopfried. Ja. Sorry. Ja. Mit ja. FCK. Ja, das ist am Punkt wirklich so. Weißt du, stellen sich an die Chamber. Ja. Ja. Postfaschist stellt sich an die Chamber. Ja. Seht, ich sehe für Meinungsfreiheit. Ja. Er geht auf Gericht. Ja. Gegen den Journalist. Geht auf Griechen, gehen die Künstler. Kannst du aber wirklich nicht bringen. Ich meine, den Dude ist so fake. Wie war denn Tun am Punkt freigesprochen? Ja, den Tun ist freigesprochen, der Journalist ist nicht freigesprochen. Ja. Gehen. Was hat den da gesagt? Ich meine, hat auch jemand etwas gesagt, von wegen, sie wäre wie Neonazien oder so. Also, Kratz für den Dirasch, nicht hat richtig gesagt. Der zieht Postfaschisten. Also, ich habe immer gesagt, wie ein Faschisten. Und schon aber nur an den letzten Moment gelehrt durch Italien, dass das Postfaschisten sind. Nehmen sich nicht nach Schäders. Postfaschisten schaffen am Kader vom staatlichen System, für hier Faschismus durchzusetzen. Während richtig Faschisten, die wollen den Staat aufschaffen. Okay. Aber wie das Fernand Cortázar mal ein Ambassadeur war, krasse Scheiß, ne? die wollen am System schaffen. Den hast du ganz froh, dass du am System hast. Interessant. Du. Ich habe mir ja aufgeschrieben, da hast du schon deine Webseite mit dem durchgelesen. Ich fand schon am Anfang wirklich witzig, schon ein paar Quotes. 2012 Affäre Medico-League. Abdeckung von einem Sicherheitsproblem, der 55.000 Leute betroffen hat, an der François Bildchen hat lieber geplant gemacht, für die Passwörter zu ändern. Am Anfang denke ich, sie pur so Sachen auf deiner Webseite. Das ist aber ein bisschen so witzig und provokativ gemacht. Mei, das ist Revoir. Am Anfang verstehst du aber ein bisschen so. Die ganzen Dinge, so wie das funktioniert. So ein bisschen, im Internet. Ja, so ein bisschen Ironie. Ja, so ein bisschen. Es ist eine Kante vom Internet. Ja. Schön, mein Papa hat ein bisschen Informatik auf der Bank gemacht. Wir hatten 95, 96, wenn wir in der 100. State am Land die Internet privat zu ihm hatten. Also, ich erinnere mich, dass schon mal, seit ich denken kann, ich Computer bei uns zu ihm. Ich konnte meinen ersten Computer. Ein Hand-Me-Down von meinem Papa, 486 für die Nerds zu bauen. Also, nee, den allerersten war ein Laptop 386 von dem mein Papa auf der Bank so verschrott ging, der gerade stehen. Den ist nach Just Matisse-Kette gelaufen. Da war mein so 40 Megabyte Storage drauf. Das war, du kannst halt 5 Bilder speichern oder so. Am Kerb ist der kleine Nerd, ja? Absolut. Also, es sind. Durch und durch, ne, das ist schon okay. Den Internet aus Zeiten gekannt, wo, ja, für Google, für Facebook. Für und Meme. Du sagst doch, bist du aus wie Junker Bill Gates? Halt, das stimmt, sei Fluss. Gibt es da noch Politik, Mann? Oder gibt es da mir schon einen Inselkauf? Und dann gibt es Piratschiff. Ich meine, ich schreibe trotzdem Politik, Mann. Ich bin noch der Meinung, dass Leute, die Geld haben, weil die eine soziale Verantwortung haben.
sind nicht mit allem aufverstanden, wer Bill Gates ist, sie sind nicht mit allem aufverstanden, wer andere Leute mit ganz viel Geld machen. Und ich fand pervers, wie viel Geld einzelne Autostars können nur sammeln. Mehr aus euch, in den genug Geld hat für zu überleben, als nicht aufhängig davon herumgewählt zu gehen. Und ein von den größten Problemen heute von der Politik aus, dass sich die meisten Politiker schon nach Politik machen, für herumgewählt zu gehen. In Amerika ist ganz krass, alle zwei Jahre sind die Wahlen für die Repräsentanten aus. Die sind knapp gewählt, da fängt man schon unter dem Dorn zu sammeln, für das ich an zwei Jahren gewählt gehe. Aber wieder die Wahlen ja im November sind, für das am Januar dann das Amt unholen, hier steht dazu, aus sich an 21 meint, schon die Wahlen haben. Dem Moment, wo sie gewählt sind. Und das feiert ja zu Perversionen, dass Leute die Leute bossen zu Recht haben, zu Politiker vorwerfen, sie gehen nach bis zur nächsten Wahl gucken. Mhm. Aber wir brauchen aber heute Politiker, die einen Horizont haben. 20, 30, 20, 50. Ja. Wie ist das dann heute zuletzt? Die Ich erzähle gerne eine Geschichte, wo ich war manchmal mit zweiter oder dritten Reunion in der Chambre. Ich war in der Arbeitssozialkommission. Sozialkommission. Und die Stimmung war 2021. Nein, das ist noch 4 Jahre her. Also, mit Rüssisch, ja. Sitze ich da. Ja, nein, dann ist es 29. Wir gehen schon an der Arbeitssozialkommission. Sozialkommission. Ich habe mir den Rapport präsentiert von der Pensionskrise. Wie lange noch so in dran sind, aber wenn ich keinen mit dran sind. Dann gucke ich den Tableau und ich rechne, sie länger nach der Geburt. Ich bin nicht der, wenn ich an die Pension gehe, das ist sehr schön, 20 länger feiert. Also ab wenn ich als kein Geld mehr an der Pensionskiste, dem holt es, weil das dann die Grafik, 20 länger feiert. Und da sitzt nicht mal ein Politiker, der schon über das Pensionsalter aus. Und da sage ich zu dem, ja, das tun, das dann ist ja ein Pensionsalter, das ist nicht mehr da. Dann wird, ja, da gucke ich nicht, dem Gras von innen los beim Wissen. Okay. Das sehe ich effektiv, dass also so, dass alle Politiker so ein bisschen sehen persönlich an der Reihe vertritt, ja? Nicht unbedingt sehen persönlich, mehr so sehen Constituency, sehen Gruppe von Leuten, die ihm nur sind. Was ist normal? Du kannst ja nicht dein Hobby, also kannst du dein Weltbild. Ja. Die einen haben halt den Horizont, der bis zu Nuss geht, dann andere haben den ein bisschen wie weit geht. ich nenne noch bewusst keinen Namen, geht auch gut darum, hallo, einen zu schämen oder so. Das ist aber eigentlich auch so. Ich lebe noch heute. Ich lebe noch. Wir schaffen aber an der Chambre drin nicht nehmen. Pensionen für die nächsten 10 Jahre zu assurieren, mehr. Auch alles drei nach einer Pension zu ermöglichen. Ja, das ist aber auch schwer an der Position. Du weißt, du willst gewählt gehen, aber du willst auch das richtig machen. Vielleicht also ist das nicht gut zu summen. Weißt du, da musst du vielleicht das falsch machen, also für gewählt zu gehen. Für überhaupt keinen Abs zu anderen. Das, also Menschenbild werde ich nicht unterschreiben. Das setzt voraus, dass Wählerinnen und Wähler immer einen Rang auf ihren nächsten Antrag kommen. Und ich bin der Meinung, dass man ganz viele Leute tun, zu Lützburg, die über sich raus können gucken. Für wen geht man so, wir haben etwas mehr für Ausländer. Für wen geht man Flüchtlinge, obwohl wir just nur als nächsten Antrag gucken. Für wen schwätzen wir darüber, dass Logement ein Problem ist, dass 70% von den Lützburger Residenten, an denen die Wählerinnen und Wähler, proprietär sind. Die Silo von den Mihaischen Zinsen sind eventuell betroffen, weil das grave Problem ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Mit 70% von den Wählerinnen und Wählern sind proprietär. Sind aber nur 15% von den Nicht-Lützeburger proprietär. Und trotzdem, also ist alle gut bewusst, dass das schon mal ein riesiges Problem ist. Das heißt, du meinst nicht, dass die Wähler. Ich meine, dass Wähler mehr intelligent sind, wie verschiedene Politiker ihnen zugestehen. Ich meine zwar, dass jeder reden, auch wenn ihnen dann zum Beispiel pro Flüchtling aus meiner Stadt das ist, weil das Team gut geht und weil das Team eben gut viele da ist. Und dat, aber jeder reden am Anfang egoistisch wird. Ne? A short-term flight, ich meine aber, dass eine Gesellschaft von Jeffrey just nur sich guckt,
nicht kann fortbestehen. Und Lützburg war ganz lang ein Erfolgsmodell und hoffen, dass noch ganz lang ein Erfolgsmodell bleibt, mhm. weil wir immer erstens mal ein Immigrationsland waren. Mhm. Das ist ganz klar. Lützburg ist Succes aus dem Rick von denen gebaut. Der Hiener kommen sie jetzt mal hoch. Sei das an den 70er Jahren, ob du 50er, 60er, ob da schmeißt du dich. Später noch am Bankensektor, haut in der IT-Branche. Guck dir schon an, was die Nationalitätenzusammensetzung ist von denen, die am Gesundheitswesen arbeiten. Mhm. Das ist schön gut, wenn wir da in der Klappe gehen. Ne? Also, merci und alles schön gut. Die Leute kommen, die was für ganz weit hier. Ja. Und wir sind ganz dankbar, dass wir die Leute tun. Mhm. Weil das ist immer ein seriöses Problem. Lützburg war immer ein Land von Immigration. Dafür sind wir froh, dass die Parteien zu Lützburg bis nicht wirklich Fuß gefasst haben. Ja. Also, ja. im Vergleich zu anderen Ländern, als die Politik zu Lützburg nicht konsensfähig. Mhm. Und dafür mengen ist, dass die Lützburger Wähler und Lützburger Wählerinnen definitiv mehr altruistisch sind, wie viele Politiker ihnen zugeschrieben. Natürlich gucken wir auf Pensionen, ob bei sich in der Sicht. Ja. Natürlich gucken wir sich, ob bei sich Steuerbelastung. Mhm. Also, wenn sie jemanden im Steuersystem haben, dann schieben sie den Kalkulator raus und rechnen sich nur, was bedeutet das für mich. Das sieht aber nicht, dass du nur nicht mehr für die Leute wählst, die ihm versprechen, dass Pensionen an die Leute gehen und Scheuern rufen. Weil ich jetzt mal das Quadratur vom Kreis und so, ja. das geht nicht. Das ist, also mein Weltbild sieht, der Mensch ist am Kern gut. Das ja. Er will auch für seinen Opa da sein, auch für den, den er vielleicht auch noch nicht kennt. Auch ja. Aber also, ich meine, wir sind ja am Philosophie-Podcast. Primär gebe ich aber meinen, also guck, ich bin zum Beispiel, als Beispiel, ich bin auch dafür, dass Itwarin kein Proprietär sind. Aber ich vertrete aber für Dollar ich mal meinen eigenen anderen. Weißt du, so an zwei Tragen stand der andere von all den anderen Mordmenschen. Ja, das bestreuen schon nicht. Ja, voilà. Der den schließt der dann natürlich nicht aus. Nicht forcément, ja. Froh als just. Wie weit sind es bereit, Trade-offs zu machen oder nicht? Ja. Ja. Die nämlich vorstellt sich ja, so mal, du bist Entrepreneur. Mhm. Ein Entrepreneur hat natürlich auch sich mit einem anderen, dass sein Betrieb weiterläuft. Mhm. Für das sein Betrieb weiterläuft, muss er auf seinen Employee gut gehen. Ja. Weil wenn er kein Personal nicht findet, nicht ein Problem. Mhm. Ja. Weil alles kann er nicht selber machen. So. Da sind wir sehr bei der Index froh. Chambre de Commerce, ganz häufig, Fidel, Index. ganz schrecklich. Das sind aber am Care, bis man die Leute spätzt. Also, es hat sich nicht Prävisibilität von den Depensen. Dass das Datek da recht teilweise den Mund für Ruhe sieht. Oder dass da drei an einem Jahr fallen. Da sind wir an den Problemen. Da sind wir an einer Inflationsspirale. Was mega cool ist, also, sich Lützburg kennt quasi keinen Generalstreik. Das war. Ja. Guck mal an Frankreich, guck mal an Deutschland, guck mal, die Lufthansa-Piloten, also die verdienen schon richtig gut. Also die für wirklich für die Lufthansa fliegen. Die gehen all drei, vier Jahre streiken für 6, 7, 8% mehr an der Preis kriegen. Wenn ich erst zuletzt bin, wird lässt eh streiken gerne für 7, 8%. Ich weiß nicht, das dann nicht teuer. Sind wir nicht. Weil man Index hat. Weil das automatisch können, oder? Ja. Okay. Das ist ja meistens ein Inflationsausgleich. Das ist ein Index, das ist nicht eine Sozialmesur. Das ist eine soziale Friedensmesur. Es ist dafür, dass man eben nicht alle 2, 3 Jahre streiken von Leuten, die 5 bis 7% mehr wollen. Was halt auch mir einfach ist, für Patronen, der prävisibel an 2, 3, 4 Tranchen über 3, 4 Jahre zu verdienen. Klingt fair. Das ist der Patron, wird natürlich nicht ein Antrieb, wo ihr seht. Also ich ganz banal, ein Index ist scheiße. ja, natürlich, ich gehe auch am liebsten meinen Employer so Mann wie möglich bezahlen und so viel wie möglich als Patron rauszählen. Ja. Das ist mein intrinsischen, egoistischen Ziel. Nee, dann überlege ich ein bisschen wie weit und ich denke 3 Sekunden drüber nur und ich merke, es ist aber vielleicht gut, wenn ich keinen Streik an meinem Betrieb habe. Ja. Und das wünsche ich, was feiert du, wenn ich keinen Streik habe? Ein Index. Also Salarien, die können von ihrem Lohn leben. Okay, dann machen wir das vielleicht. Also kommen meistens dann aber Sachen, die auf den nächsten Blick altruistisch gesehen als ganz logische Konsequenz von dem normalen Handeln.
Das heißt, du handelst altruistisch für egoistisch zu handeln am Anfang. Ja. Du handelst am Ende, den anderen von der Gesellschaft als meistens ja. Nur alineiert mit dir ja. Als Teil von der Gesamtgesellschaft. Von ja. Stell, bis mir weit denkst. Ja. Ja. Und da sind wir bei der Frage, wie ja. Weit geht dein Horizont. Ja. Mhm. Und ich glaube, darunter die meisten Menschen einen mehr großen Horizont, wie er nur so spitzt. Okay. Gut. Ja. Das für, ja. Sorry für den Philosophie-Podcast. Nee, das ist interessant. Wir müssen ja nur noch ein gucken. Dann haben wir wahrscheinlich Follow-up froh. Ja. Ja, wir sind nicht so sehr, dass das Licht, weil wir nicht richtig froh drauf. Der kennt meine E-Mail schicken. Ja, sie haben Kontakt. Du hast geschwadelt, du bist ja selber Entrepreneur. Ja. Was hast du dann nie auf der Politik alles gemacht? Du hast ja studiert, du hast ja. Deinen Bachelor gemacht, gell? Ja, ich habe meinen Bachelor gemacht und den Master, den hat schon gefangen. Und, boah. Warum nicht? Ja. So ist also, das nicht, wir sind bald fertig. Der Master ist cool zu tun, wenn es bei den Staaten geht, wenn es an eine eigene Karriere kommen, ist mir hier angestuft. Das ist das Geld wert. Mhm. Also, wenn es bei den Staaten geht, ist der Master literally Geld wert. Ja. Ich hatte, bon, wenn ich dann 6 Monate lang studiert habe, hätte ich nicht mehr rausgepucht. Das war auch irgendwo die Schwarze. So, ne? Ich gehe noch freiwillig. Dann erspüre mal alle zwei die Diskussion darüber, ob ich mit Zeit fertig kann gehen oder okay. Nicht. Und, der Problem war, schon 2013 und 2014 Wahlkampagne gemacht. Und, da war es dann eine Wahlkampagne, der Boss über oder. Zumindest mit den Liedern von sehr schlecht. Und dann geht es zurück auf die Uni. Ja, okay. An den Auditoire von 300-400 Leuten sitzen für Mathe für BWLer auf 13 lauschen. Und du guckst halt hin und du siehst, boah, ich verstehe das. Ja. Aber wo brauche ich denn meine Karriere? Ja. Das ist also, das kann ich. Ich kann Kommunikation, ich kann mit Leuten sprechen, ich habe nur ein Kommunikationsboard gekriegt. Also okay. Kommunikationskonsultanz. Okay. Das haben wir gemacht, das war zu meinem Jerry Weyer 2014, direkt nach der Europawahl, weil keiner von uns zwei hat Bock, für einen Patron zu schaffen. Okay, also, ja. Das war mir so ein intrinsischer Wunsch, ja. Mir mal als nächstes eine Scheiße halt weiter. Ja. Daraus hat sich dann noch und noch so, haben wir einfach angefangen zu merken, das ist mega cool. Programme zu entwickeln, die in der vermarkten kann, die auch Recurring Revenue generieren, wo es nicht bei allen Projekten bei null aufhängt, sondern mich auch mir einfach Salären zu bezahlen, wenn es so planbar ankommen soll. Ja. Ja. Ich habe zwei ganz kurze Fragen, ja. Ganz am Anfang. Also Kommunikationsfirma, was hat ihr ganz am Anfang gemacht? Was wär so euren allerersten Deal, den ihr kriegt? Auf welchen Kruder den? Wisst ihr das noch? Also wir haben eine Webseite gebaut. Ja. Wir haben tatsächlich dem Tageblatt geholfen, für eine neue Website zu lancieren, für ein, dann ein paar Jahre. Und du hattest schon einen Kontakt, oder was? Nein, das wird sich ganz komisch ergehen. Das muss nur eine Europawahl gewesen sein. Wir hatten just die Partei, also die Firma gegründet. Und, du siehst schon bei einer Table rund nach so retrospektiven Europawahlen. Und ich bin geschwärt und boah, das wird sich rausgestaltet, den du dem Alvin Solt von mir geschwärt hast. Und ich habe gesagt, oh, wir müssen etwas trinken gehen. Und boah, das okay. So, läuft sogar weh. Okay. Ah ja, du weißt ja, aber wie Kommunikation möchte, da kommt das mal Social Media erklären. Okay. Also, ich kann den, den ich kann. Und du siehst mir, du mal Social Media erklären gerne, okay. Und daraus wird es zu mir gehen. Okay. Und, ich habe eine ganz lange Zeit eine Webseite gebaut. Aber wie viel Kruder für die allererste, die da gemacht hat, wissen das noch? Puh, keine Ahnung. Okay. Also, das war auch teilweise Stundenbasis, wo man Sachen wirklich auf Stundenbasis okay. Gemacht hat für Klienten. Okay. Sind wir hingegangen? Wir haben das gemacht. Mhm. Also meine allererste Webseite, meine allererste Entrepreneursaktivität, da habe ich mit 8 Jahren Bredische ausgeliefert im Velo zu Katzand. So, wir sind ein paar Stunden auf Katzand gefahren mit einer ganzen Gruppe von Familien. Und wir hatten dann zu 3 Jungen, die sagten, wir wollten Taschengeld verdienen. Und dann haben wir da einen Bredische Lieferservice an dem Karte abgebaut. Easy. Das ist, wir sind viel mit dem Velo gefahren. Ehe von denen hast du noch ein paar mit Katka über meine Schwester gefahren. Geht hier gut? Ja, ja, läuft noch.
Du hast dann zwei Jahre drauf, nachdem dein Bruder irgendwo in einer Treppe für dich geknutscht hat. Also. Ich war exposed. Ja, also. Ich soll noch nicht sehen, den Nummer von meiner Schwester, aber wenn ich für den 12. Zwölf schafft. Warum war von einer witzigen Zeit? Und dann haben wir angefangen, Programme zu entwickeln. Ein von den Programmen, die wir entwickelt haben, war Gestion von Autoekollen. Das ist auch drei, wir haben mittlerweile verkauft und einen Partner, den das weiter betreibt, der das der Leader am Markt von Autoekoll Software in Lützburg. Das ist, wenn es der Führerschein zu Lützburg ist, also gut möglich, dass du ein App-Berei hast, wo ich den Code geschrieben habe. Okay. Also tatsächlich im Park, da ganz viele Leute, ohne dass wir trotzdem wissen, dass ich da literally Code irgendwo an den Computer geklappt habe. Dann hatten wir die Nummer Taxalu lanciert, der das für die Steuererklärung online zu machen. Wie sind wir da drauf gekommen? Weil ein gemeinsamer Kollege hat mich einen anderen Kollege vorgestellt, der gesagt hat, ich bin Ecos-Prof. Ich bin auf Lützburg zurückgekommen. Ich habe 5 Jahre Eco studiert. Ich verzweifle für meine Steuererklärung. Das muss doch mir einfach gehen. Es geht mir einfach. Das steht auch auf deiner Website. Du hast das gegründet, was hast nicht müssen mal, wenn der Staat seine Hausaufgaben an der Digitalisation richtig gemacht hat. Ja, der Staat schläft um Steuerrat, wenn du gehst. Das ist gut, du musst immer, also du hast immer Sachen so aus einem Nied rausgehört, weil das ist ja, gibt die zwei Möglichkeiten, entweder du bist solution-centered oder focused, also dass du quasi eine technologische Solution für irgendwas findest, oder, verrenne ich mich gerade. Okay, solution-based, das ist ja effektiv, dann aber nicht hin. Oder du hörst einfach effektiv irgendeine neue Innovation und du guckst, okay, was sind meine Use-Cases für dich? Also das ist so, das Argument, build it and the customers will come. Agents Models Bullshit. Meistens kommen sie nicht. Das sind die Schäfer-Hiten von denen, die dann hören. Weißt du, so. Also ich habe schon an 3 Startups entretan geschafft und das ist nicht evident. Product Market Fit ist hart. Nee, Taxwert hat sich schon angeschlossen. Echt, wir haben 600-700 Steuererklärungen gemacht. Letztes Jahr, 2022, hatten wir über 12.000 Steuererklärungen gemacht. Das Jahr sind wir on track für 10% von allen Steuererklärungen zu Lützburg zu touchieren. Das ist ganz anständig. Geht natürlich auch über Partnerships an GDSMs. Ich kenne ja doch gut, man, ohne all die Assoziationen, die schon ohne Personal, was man wohnt, ich habe auch noch einen Job an der Chambre, das ist nicht, dass ich mich langweilig gebe. Und ich hatte noch einen anderen nicht, also kleinen Entrepreneur, hatte ich Plan für Fiduciären 30, 40, 50 Euro den Monat an den Rachen zu werfen, für PDF zu kriegen. Für Partizien. If all you have is a hammer, all your problems look like a nail. Ich kann programmieren. Das ist gecodet. Ich gucke in ein paar Zettel, stelle fest, das ist ein PDF. Das kann ich ja sicher automatisieren. Also ich habe gecodet. Also ich muss ja den Use Case genau Menge Employee in der Misch. Doch also hat sich dann noch und noch mehr entwickelt und hat man Stagiaire bei uns. Und den hast du natürlich bei einer anderen arbeiten gegangen und du wolltest sich selbstständig machen und wolltest bei Remax arbeiten gehen als Immobilienhändler. Und bon, Remax zu Lützburg, nicht gerade der beste Ruf für ihre Praxis. Ne? Nun ist ihm gesagt, hey Steve, komm, wir gehen nach Essen. Vielleicht fanden wir ja etwas, wo wir sehen, wo du independent kannst sein, aber einfach nicht ein guter Coder und die Immobilienbranche verlieren. Resultat, wir sind erst gern, wir haben uns echt Codebase von Salary.lu geschenkt. Und ich habe nicht daraus mit Grund auf Paaren. Also, das war schon ein ganz equitabler Deal. Und ich habe nicht das weiterentwickelt. Und da haben wir im Moment ein paar hundert Partien in dem Mond, die mir selber, also dieses System berechnen, mit automatischem Transfer und Steuerverwaltung und der Staat bei der Sécurité Sociale für 10 Euro im Monat. Mehr billig als für die Fiduciären. Muss ich natürlich ein bisschen Sachen selber antippen.
Aber bon, ich habe das auch immer per Mail geschickt. Das heißt, ja, was ist Scratch Your Own Itch? Ich meine immer das, was mich kriegst. Das ist fast effektiv, so Serial Entrepreneur auf letztem Level. Ja, kein Multimillion-Axis, nee, sorry. Was noch nicht, nicht Bill Gates, was noch nicht Elon Musk. Nee, das brauchst du auch nicht. Also, nee, irgendwann muss Geld auch nicht mehr. Also, ja. Geld ist ein wichtiger Bestandteil zu Lützburg für zu verlieren. Das aber, du musst aber auch nicht Multimillionär sein, um glücklich zu gehen. Nee. Ja. Was, was fehlt da noch so, was du gerade im Kopf hast? Was sind nicht noch so Sachen? Ja, weil er spread mal all den Ideen. Ja. Ach. Für mich keine Idee, was noch fehlt. Doch. Was dann? Wo bist du direkt ab? Nee, schon meine Notizen am Handy. Ja, oh. Moment, schon noch so ein lang löscht und wo Sachen, wo ich meine, dann in der Rapsmann, ich meine, dass man am Entrepreneurat müssen Solarenergie fördern. Mhm. Mit einem mega coolen Aid-System, für was sind wir nicht mehr weit, dass Privatunternehmen Hölle für Kooperativen abzubauen, wo sie ihre Kaparen dran holen, wo crowdfunded Solarprojekte finanziert gehen. Für was sind wir nicht mehr weit, was die energetische Sanierung angeht, über Power Purchase Agreements. Man, das ist alles ganz technisch, wenn du ein bisschen dran drüber nur denkst, merkst du, okay, das ist noch etwas. Wenn ich the one big thing hat, gebe ich Direct Air Carbon Capture, man. Klingt auf den nächsten Blick mega langweilig, also gut nicht einfach. Also chemisch auf physisch auch tricky, aber wir haben ein Problem. Wir haben zu viel CO2 an der Luft. Ja. Sie mal sehen. Ja. Der Problem ist, geht immer mehr. Ja. So, nun mal das Problem erkannt. Den IPCC, also den internationalen Panel von Climate Scientists bei der UN, sieht, dass du für die erste Kehr, es geht nicht mehr nur Männer zu produzieren. Wir müssen uns auch CO2 aufbauen, den wir schon emittiert haben. Es ist nicht so einfach, wir gehen mittlerweile Projekte in die Richtung. Es ist wirklich der Meinung, dass das die Technologie ist, die als Erde als eine Chance gibt, auf einer Erde zu leben, wo man nicht eine komplette Klimakatastrophe hat. Also im Dezember mit, oder Januar mit 13, 14, 15 Grad, das ist nicht normal. Ja. Genauso sind minus 30 Grad in den USA nicht normal. Also, ja. Ich merke, dass das extremer pendeln, ich muss etwas machen. Also, wenn ich nur etwas gebe, habe ich noch eine Proposition. Du warst in dem Kader deposiert, wäre definitiv in die Richtung. Für alle auch, alle Flieger, den Haut kauft, ich werde nicht von Privatschatten, das ist eine andere Geschichte. So, mit Luxe, ich habe zwei neue Flieger. Die Fliegerin, wenn sie frisch neu sind, fliegen 30 Jahre lang. Wir wollen gerne klimaneutral sein 2050. Moment, ich rechne ein bisschen zurück. Also ich kann nicht ganz gut rechnen. Ich bin zwar Mathe für Wirtschaftsinformatik, für Wirtschaftswissenschaftler gepackt. Ich meine, 2050 ist mehr noch wie 30 Jahre. Ja. Wir wollen klimaneutral sein. Ja. Wie soll das gehen, wenn alle neuen Flieger, die man in den nächsten 30 Jahren kaufen, sicher mehr lang wie 2050 emittiert? All Kamion, die man heute kaufen, dann auf die Straße zu lösen, wird 15, 20 Jahre fahren. Ja. Wie soll den bis 2050 klimaneutral gehen? Den Individualauto, wo man pisst, das ist die Elektrifizierung. Ja. Ich glaube doch nicht, dass Hydrogen oder E-Fuels den Individualverkehr werden retten. Bei Kamion und bei Fliegern ist das nicht. Aber bei Schöpfern auch ganz anders. Du brauchst immer E-Fuels. Das kann auf verschiedenen Plätzen Hydrogen sein, das muss aber auf anderen Plätzen einen direkten Ersatz, weil beim Flieger geht es nicht einfach Turbine wechseln. Ja. Ja. So, natürlich, wir brauchen etwas, was kompatibel ist. Und du gehst die E-Fuels. Okay. Die kannst du aus dem Direct Air Carbon Capture rausziehen. Also essentiell, Benzin ist nicht ähnlich wie CO2, also CO und H. Ja. Chemisch. Also, das klingt noch mega blöd, aber es gibt drei Atome, die du drauf spielen: CO und H. Mhm. Also Carbon, Oxygen und Hydrogen. Hydrogen wissen wir, wie wir regenerieren, die kommt aus dem Wasser. Mhm. Bon, Wasser hat aber den Vorteil, dass noch O hat, Oxygen, H2, und zwei Haschen in O. Und CO2 hat den Vorteil, nur C und nicht viel O. Ja. Wenn du also den CO2 aus der Luft zugehst und du möchtest mit Wasser an dem richtigen Reaktor, das
du, wo Jimmy da spielt, ich war einfach ein immens. Ja, ja, also, klar. Wenn ich gebe mein Leben Jimmys Prof, für Premier, wo ich mit 29,3 Jahresmoyen in Premier gepackt und dann muss ich sehr unkraut, nicht basic, wenn ich das so sage. Weil CO2 und Wasser möchte dann im richtigen Verhältnis mit dem nötigen Energieabfluss und du hast ein E-Fuel. Den kannst du nur an ein Auto schütten, den kannst du an einen Flieger schütten. Okay, du hast mein Verständnis vor, die Energie, die du brauchst, das herzustellen, ist die mehr gering wie die Energie, die du herstellst durch den E-Fuel? Die Agents muss sie gering sein. Ja. Also wir gehen nicht ölisch verbrennen für, oder Gas verbrennen für das Mal. Die ist mehr gering, weil es die den Bindungen nach US. Okay. Die ist froh aus. Dein Effizienzgrad ist natürlich immer besser, du hast Batterien. Problem ist, ein Flieger mit Batterien dacht nicht. Ja, ein bisschen schwer. Literally, ein bisschen schwer, also ein bisschen viel schwer. Ein Kamion mit Batterien ist auch nicht rentabel, weil es viel zu viel Energie aufwendet, für, ich weiß, mit Gewicht zu transportieren. Also, dass ein Rundemann mit Batterien mehr niedrig ist, wie man die fühlt. Individualverkehr, ganz klar, dein Auto ist leicht genug, dass du mit Batterien mehr Effikas fährt, trotz Verlust an alles, wie mit H2 oder mit E-Fuel. Gut, dynamische Wirkungsgrad wie der Benzin, das hängt davon auf, wo der Benzin herkommt, wie er raffiniert geht, wie weit er transportiert geht, das werden wir uns nicht vergessen. Ja. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein, Kamion, Schöffer, Flieger elektrifizieren wir nicht. Ja. Das macht alles nicht mehr 6% von diesen Emissionen aus. Ja. Wir müssen aber machen. Mhm. Wir müssen auch die 6% in den Griff kriegen. Ja. Das, was dein Haus möchte, wenn wir CO2 geben aus der Luft sehen, wir haben CO2 übrig und Demativfuels gemacht, und können wir zum Beispiel an der, an der Produktion von Zement ersetzen. Für Zement zu produzieren, was CO2. Das wir können die bannen, dann hast du während der Lebenszeit von einem Haus oder von Beton gebunden. Das kann ganz interessant sein. Das ist mehr sehr, also wir bannen den CO2 mehr sehr wie Bahn. Wir werden in absehbarer Zeit noch zu ein paar Menschen mehr auf diesem Planeten sind. Das heißt, wir werden nach einer Deforestation gesehen. Und wir wollen oder nicht, weil Menschen haben eine Tendenz, sich Lebensraum zu erkämpfen. Wir müssen mehr dicht bauen, ja, klar. So, das zu Lützburg. Und du kriegst halt gesagt, ich will aber kein Tier im Hund. Ich gucke nur. Ich war an der Vakanz und schon als ein Ambassadeur getroffen, weil ich war mir zu gewünscht, dass ich immer probiere, mit dem Ambassador Kontakt zu treten, für zu verstehen, wer in den Ländern das ist. Und dann hätten wir gezählt, hätten wir drin zu New York geschafft. Und wir hätten irgendwo zweistellige Stadt gewohnt. Wir wären zurück auf Lützburg gekommen. Dann hätten wir ein Appartement gekauft. Und dann hätten auf der Place de France zum Herren gestanden. Dann hätte der Promoteur ihm gesagt, Monsieur, imaginez-vous une tour. Ich weiß nicht, ob ich von dir der Karitain auf der Place de France war. Der Text war, du stehst für fünf Stärke. Ja, voilà, ja. Für den Promoteur war une tour fünf Stärke. Ja, ja. Da gehen wir auf Sache gewinnt. Da gehen wir auf New York, da steht best maybe fünf Stärke. Da steht kein In, man findet nicht mehr fünf Stärke. Da gehen wir auf Singapur, Kleinstadt, Stadtstadt. 70% von den Wohnungen zu Singapur sind öffentlich subventioniert. Okay. Die Leute beim Staat kaufen und dann in der Stadt zurückverkaufen, wenn sie wollen. Ja, du musst, ja, das, ich fand das selber für mich persönlich auch noch schwer, für den neuen Modell zu richtig zu akzeptieren. Weil ich weiß, das ist blöd, aber ich habe immer ein bisschen die Mentalität, ich will gerne, dass es mein ist. Ja. Das kann, Singapur hat genau das gemacht. Du kaufst, also du musst Miet kaufen. Also so Propos die Piraten machen, dass du bezahlst Loyer, aber in dem von dem Loyer geht als Kapital gebildet, also geht du sich als Kapitalgold, für das du dann noch kaufen kannst. Okay. Dadurch kannst du die Wärme Kapital ausspuren, okay. Weil die meisten Leute haben, wenn sie ein Loyer bezahlen, gar keine Chance mehr, 10%, 20% dieses Kapital zu kriegen. Okay. Bank lehnt da 200% vom Montag, vom Haus, vom Appartement. Aber da kommt ein Freidakt dabei, da kommt ein Nervenkasten, dann könnt ihr noch Registrum dabei machen. Was sehe ich bei 115%? Ja. Die 15% muss der AW irgendwo hier kriegen. Ja.
wenn es nicht gerade ein reich Bumi ist, also wenn dein Bubi Bauer umkehrt, ein schlechtes Beispiel, die nicht viel kriegt, also wenn dein Bubi war Bauer zu Bach drängt, ja. Ja. Dann, dann ist es mir einfach. Ja. Ich so, und das auch immer, das ging vielleicht auch nur gestanden, aber am Geburt zu gehen, darf ich auch gehen. Ja. Wenn es nicht arm besteht. Das ist so, dass man der ganz gute Dosis Sarkasmus an Ironie, die du so weißt, geil. Also, das muss ich leider heute das explizit so. Das ist das für das Problem zu Letzburg. Die Leute, die entweder reich geboren sind oder an eine reiche Familie rankommen, die haben die Chance, dass sie sich relativ einfach das Licht kennen. Aber was geschieht mit all den anderen? Ja. Was geschieht mit denen, wo nicht mehr du aus für zu vermitteln? Wir gehen immer mit Spätälteren, weil natürlich auch die Matze springen, wir leben noch immer mit lange, das heißt, die schafft das auch nicht mehr mit 30 Jahren, wo die schafft halt mehr ich mit 50, 60. Ja. Glücklicherweise, wir sind froh, dass wir das Älteren. Ja. Feiert natürlich eine ganz andere generationelle Diskussion wie für 50 Jahre. Mit du siehst man beim Egoismus und Altruismus. Weißt du hast dann auch, wenn jetzt der letzte Woche den egoistisch denkt, dann aber lieber will sein X-Terran holen. Brauchst du mehr wie ein Terran? Ich nicht. Ich höre schon vor mir denken, effektiv. Nee, nee, brauchen. Voilà, eben. Du bist so nicht. Du könnt dann Egoismus ans Spiel. Aber was wir müssen machen, ist, wir müssen den Leuten, die halt Terran holen, ein Offer machen, die interessant genug ist, dass sie mobilisieren. Das heißt, dass meistens man muss ihnen die Möglichkeit geben, einen Teil davon zu halten für ihre Kanner. Ja. Piraten haben einen klaren Propos gemacht, dass den 6 Ach pro, nee, sogar mehr im Englisch, 10 Ach pro Irwin und indirekt der steuerfrei halten, wir haben den Rest gegeben, eine Mobilisierungssteuer kommen, die alle Jahre mit euch geht. Also fängt du 7 Jahre nur dem den Terrain der Bauperimeter könnt. Das geht dazu feiern, dass Leute einen Urreiz hat, für zumindest drauf zu bauen. Wenn es dann auch weiß, dass wenn es für soziale Preis und eine Agence Immobilier Sozial verlohnt, wirst du dann 80% vom üblichen Loyer kriegst, mehr Tauschen von dem Loyer steuerfrei, dann müsstest du gewinnen, aber Benefiz darüber. Ja. Und viel lässt du mehr ein Entretien. Mhm. Also ich kann nehmen, falls ihr in den gerade Terrain geäuft habt, ganz ehrlich, Bautrop, verlohnt zu Intergence Immobilier Sozial an ihrem Eck. Sponsert Gülle froh, weil man meint, das wäre ideal, ungelöscht. Ja. Los doch nicht Wiesen am Bauperimeter oder nur am Bauperimeter brachleihen. Ja. Mal das Projekt, guck den zu lancieren, zu kreieren. Weil der Champs, weil das geschehen kann, ist, dass man nach mehr Leute an so eine Situation chasen, dass sie müssen über die Grenze gehen, um hier zu wohnen. Ja. Das ist ja auch nicht nur haltig. Das stimmt. Das war bei mir kommen alle meinen Mörder, also so als mein Team, kommen alle von Dreher oder vom Metz, das ist der also ich. Ja. Ja. Und du wohnst auch bei den Älteren. Ja. Ja. Irgendwie Witz. Ja. Ja. Das ist genau das. Also, wir brauchen Leute, die an einem Kaffee arbeiten. Ja. Mhm. Ja, ja. Weil Kimi haben es ja Wirtschaft. Das Problem ist, wenn denen einfach bei den aktuellen Leuhespreisen zu Lützburg muss wohnen, dann hat man eine Pi-Vierstellung. Das war. So, wenn denen die Pi gerne hat, dass dann zu Lützburg sich wohnen kann, leisten, ja, dann muss der Preis ja dann auch irgendwo um Bier oder um Kaffee weiter fakturiert gehen. Ja. Und dann B-Mol ist nicht mehr in einem Wunden viel zu teuer, zuletzt muss ich mir auch dir sehen. Kleben, du kuch. Ja. Und dafür, mein, also Wunden ist smart eh von den Challengen. Und wir müssen Terrain, die wir heute mobilisieren, der Staat als größter Proprietär. Der Staat wird allein Möglichkeit, für 2 bis 3 Millionen Meter Karre Wundfläche zu bauen, auf denen Terrain den hat. Krass. Und Densitäten, die Haut erlaubt sind. Krass. Ich habe dich, gibt auch immer so den bekannten Dings, dass es jetzt sind 11 Bauerfamilien und 11 Unternehmen, die x Prozent von allen Terrain haben. An der Stadt. Okay. Okay. Also, wenn der Staat muss den Terrain geht für soziale oder sozial bezahlbare Wohnungsbau mobilisieren. Und da schwätzen wir von den Terrain, die da vorne die Kirchberg gehört, um Kirchberg. Mhm.
schwätze man ja auch nicht von einem Quartier, wo ihr nicht könnt developieren. Mhm. Da schwätze man von Terren, die man zu beim Gäseknäppchen holen. Da sind auch noch Wiese frei. Ja. Die zwischen der Autobahn sind. Da, du kennst den. Ja. Du gehst schon über die Wahl. Ja. Und dann nur mal Matzen an der Stadt, ob der Sterreplatz, wo nachher mal nichts geschieht ist. Ja. Aber wenn Stadt Lützburg nur das Stadion aufgerappt, an der Servicehygiene, ja, an die Allberufspompieren, ja, was geht da und Terrain frei? Geh mal da hin. Aber für was bauen wir? Ja, mit dem aktuellen Projekt gesagt, dafür dann, imaginez-vous ein Tour. Fünf Steck. Fünf Steck. Ja, komm mal. Niedere Chancität. Wir bauen ein Haus zu zweit. Ob den 11 Meter Punkt vom alle Fußballstadion. Also, ein Haus. Ein groß. Ein Villa. So dank der letzte Ball. Ein Villa. Ja, bei den aktuellen Baupreisen, ich weiß nicht, ob es Rezender geguckt hat, weil du einen Meter Karre bauen kannst. Das ist auch nicht so billig. So, so mal zum Schluss kommen. Ja, wir haben eigentlich schon 20 geschwärzt. Ja. Ihr könnt ja schneiden. Ich bin schon noch froh. Ja. Was hast du so für drin nach? Du liest gerne viel. Ja. Was aus ein Buch, was du uns kannst rekommendieren? Irgendwann, wenn ich ganz viel immer zum Nachdenken gerichtet habe, die letzten 3 Jahre, schon sehr während der Covid-Pandemie gelesen, aus The Green New Deal von Jeremy Rifkin. Rifkin, seht ihr, ich habe es, der Rifkin war der, den in der letzten Regierung eine Strategie für Lützburg in Zukunft entwickelt hat. Die aktuelle Regierung wird darauf hinter, dass sie das auch nicht wollen machen. Okay. Und dazu eine neue Strategie machen. Okay. Also rum Geld rauspuchen für eine Strategie, die auf 5 Jahre auch nicht umgesetzt wird. Den Rifkin seht unter anderem, dass Pensionsfonds viel zu viel in fossile Energien investieren, dass die sich gering Investitionen müssen aufheuern, okay, weil sie als Ziel für die zukünftigen Generationen zu investieren. Weil das, was der Pensionsfonds hat, auflädt sie auf Reserven für die Zukunft, nicht das, was heute ausbezahlt wird. Das müssen sie sich nachhaltig an die Zukunft orientieren. Mhm. Und dann guckst du, dass der Pensionsfonds zuletzt noch mal Geld an Nuklearenergie stechen wird, noch mal Geld an Kohle stechen wird. Was liest du gerade? Aktuell lese ich das Buch Protocol von der früheren Protokollchefin von Obama, wo es darum geht, wie ein besser mit Leuten kann verhandeln und diskutieren, sodass er verschiedene gemeinsame Regeln hat. Okay. Wie ein Raum soll anlegen. Und ganz, ganz lesenswert, weil die Geschichte erzählt, wo zum Beispiel den Obama da verschiedene Leute getroffen hat. Okay. Und, ja, nice. Das ist immer so Black 100 Kulissen. Ich fand das immer ganz witzig. Vor allem, weil so wie halt bei uns. Verschiedene Leute von der Kanzler mittlerweile. Ja. Da gibt es eine Passage, über die Begrüßungen am Buch. Und da steht dann so an 2 Sätze. Ja, zum Beispiel Kussen, das ist immer so ein großes Froh. E-mal, zweimal, dreimal. Wenn ich Berg fängt Mund. Einfach E-mal auf den Mund. Und das ist schon auf den Junker. Und da schreibt Dotris aus einer Erfahrung, die er dann hat, wo sieht. An der Lützebrüchen Ambassadeur hat immer mit seiner gutturaler Stimme zu mir gesagt: Remember, Capricia, 3 Kisses in Luxemburg. Also mega. Ich bin nicht schnuck gedacht. Mir merkt, das war die Periode von Obama. Ich weiß, wie ein Ambassadeur demnächst zu DC war. Ich habe ihn schon getroffen. Ja, cool. Ich habe seine E-Mail-Adresse. Cool. Nun, ich habe gelesen, ich war in der Vakanz, ich habe gelesen. Und ich habe ein Foto davon gemacht, und auch gerne am Handy. Ah, und ihm per E-Mail geschickt. Nach dem Ambassadeur zu Berlin hat natürlich die Anekdote, weißt du, so wird zurückgeschrieben, das ist Nation Branding. Ja, das war ja. An der Arbeit, stößt du? Ja, gut. Genau so Sachen, so Anekdoten, das wenn ich am System dran ist und die Leute kennt, dann ist das natürlich nein, kann mei, ja, irgendwie cool, wie alles anders. Gut. So, ich bin eigentlich leicht froh. Am Anfang ist es ganz kurz froh. Aber einfach kurz drauf, weil Zeit lebt das Wort. Wo ist dein Idol? War ja wen? Schon nicht ein Idol. Kurz drauf antworten sollte ich. Schon kein, nicht ein Idol. Schon ein paar Leute, die ich mega cool fand. Wenn ich eine Person am Moment wirklich rausstreiche, dann also DOC, Alexandra Ocasio-Cortez, jung deputiert am Repräsentantenhaus für New York.
Knockdown the House auf Netflix zu gucken, da sieht er, wie er gewählt gauf. Es war literally Barmaid an den Repräsentanten ausgepackt. Das ist cool. Fand ich immens inspirierend. Ich gebe mich niemandem vergleichen mit, die inspiriert mich einfach für alltag mich anzusetzen. Und die Anna lässt Frome, das ist schwer, du wahrscheinlich kurz darauf zu antworten, mit interessiert mich wirklich. Meinst du, dass es, weil, okay, du musst dich sogar ausfallen. Das Ding froh sogar. Ja, lass mich froh sogar. Froh soll quitzen, ne? Das ist noch. Also es mehr einfach an der Opposition Politik zu machen, wie von den selber an der Regierung aus, weil ihn halt Sachen kann kritisieren, ohne sie selber muss zu machen. Der schießt ja oder nicht. So cool wie Lo kann nicht für mich nie mehr gehen. Okay. Zu zwei an der Opposition. Ja. Wir gehen aus sehr eins, wir müssen das in der 2-1 gehen, finde ich einfach wie in der 5, 10, 21. Ja. Und natürlich an der Opposition, also, wenn du etwas proposierst, weißt du sicher, dass es nicht umgesetzt wird. Ja. Das ist mal einfacher zu proposieren, und du musst dich nicht um die letzten Details kümmern. Wenn du natürlich willst, als Regierung umsetzen, dann dafür ist es einfach cool, an der Verantwortung zu sehen, wenn du etwas umsetzen kannst, muss natürlich viel mehr Details haben. Ich meine, das ist viel mehr habe ich an der Regierung. Mit das wahrscheinlich, schon nicht auf erlebt, mindestens so cool, weil es wirklich gesagt ist, wie den Projekt noch ans Leben bekommen. Okay, gute Antwort. Bei das mein Schwitzing 4 nur Nudeler, mehr geil wie Lo zu 2 wusste, kannst kritisieren, proposieren, und sehr kannst du dich aufstimmen. Geht das nicht mehr, ist ja nicht an Politik einfach einfach leben zu. Ja. So, das war mein Froh. Lo, du bist ein Froh. Ein Froh und Dordiens, gülle Froh. Gelle froh. Ja. Also, es gibt ja anscheinend etwas zu gewinnen. Ja, was gibt es zu gewinnen? Also, es gibt ein T-Shirt zu gewinnen. Mhm. Ein Piraten-T-Shirt, Merch. Ja. Original Merch von den Piraten. Gräßt können wir dann negociieren, wenn ihn gewonnen hat. Ich habe nicht auch geschwärt. Ich habe die Piratenpartei nicht allein gegründet. Da waren 14 Leute dabei. Und froh wäre. Wir sind weg. Nee, das wär bisschen fies. Das wär ein bisschen fies. Dafür gehen wir an die Aktualität. Okay. Also, ein Piraten und nicht nehmen das Sven Klemmer. Wen als den zweiten Deputierten von den Piraten? Gut. Okay. Die können auch gerne Fotos und Memes von ihm an Comments posten. Ne? Ja, das geht nicht auf Instagram. Nee, wir können noch, ja, wenn sie das erfüllen, können sie das auch taggen oder eine Story machen. Ja, keine Story machen. Dann, dann taggen das. Dann Erik das schneiden und jedem Meme das machen. Ja, genau. Ja. Also, ihr könnt, Erik, das ist dein Job. Also wenn ihr mich taggen wollt, wollt ihr taggt mich wahrscheinlich mit das SVNEE auf quasi alle Plattformen, wo es irgendwie geht. Außer auf TikTok, aus irgendeinem Grund wünsche ich mich das Sven Klemmer genannt. Okay. Ich war der nächste Lützburger Politiker. Den dank dem Erik. Dank, in der Namen Erik. Gut. Dem Erik, sein Auto spielt sogar keinen Rolle an einem Clip. Okay. Mech, das wäre die bessere Gille froh gewesen. Tja, zu spät. Zu spät. Vielmals merci für die Nullausstellung. Ich hoffe, dir ist gefallen. Merci, Erik. Das ist gut. Merci, Sven. Merci, Sven. Merci, Sven. Merci, Sven. Merci, Sven. Ciao.